Tragödie in Tirol. Eine 700 Meter breite und bis zu 12 Meter hohe Lawine verschüttet in den Tuxer Alpen Schweizer Skibergsteiger. 4 Menschen sterben. Ende der Verhandlungen. Außenminister Kurz will die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stoppen und schlägt stattdessen einen Nachbarschaftsvertrag vor. Jubel in der Sierra Nevada. Zweimal Gold, einmal Silber. Österreichs Snowboarderinnen räumen bei der Snowboard-WM ab. Guten Abend, ich begrüße Sie zur ZIP20. In den Tuxer Alpen in Tirol ist heute eine verheerende Lawine abgegangen und hat eine Skigruppe verschüttet. 4 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Sie waren bis zu 12 Meter tief unter den Schneemassen begraben. Bei der Skigruppe hatte sich um Tourengeher aus der Schweiz gehandelt. 4 weitere Personen konnten sich selbst aus den Schneemassen befreien. 5 Stunden lang wird gesucht, 5 Stunden lang gegraben. Dann die traurige Gewissheit, auch der 4. Verschüttete kann nur tot geborgen werden. Ganze 12 Meter tief war der Mann unter den Schneemassen begraben. Vom Schaufeln ist es natürlich mit normalen Schaufeln noch machbar, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig und anstrengend, 12 Meter hohe zu graben. Um kurz nach 12:30 löst eine Skitourengruppe auf dem Jochbogenkopf eine Lawine aus. 8 Schweizer werden verschüttet. 4 von ihnen können sich selbst befreien und alarmieren den Notruf. Für die anderen 4, Männer zwischen 52 und 72 Jahren, kommt jede Rettung zu spät. Für das Gebiet galt heute nur Lawinenwarnstufe 2, die Gegend gilt aber generell als Risikogebiet. Vor einem Jahr wurden an derselben Stelle 4 Tourengeher verschüttet. In den Niederlanden wird heute ein neues Parlament gewählt und ganz Europa schaut hin. Denn die große Frage ist, wie die rechtsextreme Partei von Geert Wilders abschneiden wird. Die Themen im Wahlkampf, die Rolle des Islam, die Einwanderung und natürlich der Streit mit der Türkei um türkische Wahlkampfauftritte. Knapp 13 Millionen Wähler sind aufgerufen zu wählen. Die Beteiligung dürfte hoch sein, man schätzt um die 80%. Es geht um was bei diesen Wahlen? Nicht nur um eine neue Regierung, sondern auch um Europa. Wie stark werden die EU-feindlichen Kräfte rund um Geert Wilders? Das ist die Kardinalfrage. Und so strömen besonders viele Wähler zu den Urnen, mehr als beim letzten Mal. Denn diese Wahl wurde zur Schicksalswahl hochstilisiert. Dazu kommt im Wahlkampffinale der Streit mit der Türkei. Zumindest laut Umfragen könnte der EU-freundliche bisherige Regierungschef Mark Rutte davon profitieren. Doch egal wie es ausgeht, Geert Wilders zieht sich in jedem Fall als Sieger. Der Geist ist aus der Flasche, sagt er. Die patriotische Revolution wird sich nicht aufhalten lassen. Wilders hat jedenfalls den Wahlkampf dominiert, die Themen vorgegeben. Und viele seiner Forderungen haben andere Parteien aufgegriffen. Nicht alle, aber einige der 28 Parteien, die ins Parlament wollen. Und das vorläufige Endergebnis der Wahl wird für 23 Uhr erwartet. Über den Ausgang wollen wir dann mit dem Politikwissenschaftler Markus Wagner sprechen. Die ZIP24 beginnt um 23.55 Uhr hier in ORF 1. Und der türkische Präsident legt im Streit mit den Niederlanden weiter nach. Auf den Straßen Europas wütet der Geist des Faschismus, so Präsident Erdogan. Außenminister Kurz fordert jetzt erneut, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen. Er schlägt stattdessen einen Nachbarschaftsvertrag vor. Und auch aus der EU-Spitze kommt klare Kritik an Ankara. Während der türkische Präsident weiter mit Nazi-Vergleichen um sich wirft, setzt die EU-Spitze auf Mäßigung, bezieht im Streit aber Klarstellung und das auf Niederländisch. Die Niederlande seien Europa und Europa die Niederlande, ein Ort der Freiheit und Demokratie, so der Ratspräsident. Niederlande ist Europa, in Europa ist Niederlande. Platz von Freiheit und Demokratie. Dass sich Ankara zunehmend von Europa entfernt, ortet man auch in Österreich. Ein EU-Beitritt der Türkei sei keine Option mehr, so der Außenminister. Die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Was es braucht, ist eine ordentliche Basis für eine Zusammenarbeit in Bereichen, wo es Sinn macht. Wir brauchen einen Nachbarschaftsvertrag mit der Türkei, wo die Zusammenarbeit klar geregelt ist. Die Antwort der Türkei wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. In Krems hat heute der mit Spannung erwartete Prozess gegen mehrere sogenannte Staatsverweigerer begonnen. Mit Schwierigkeiten, denn einigen Beschuldigten konnte die Anklage gar nicht erst zugestellt werden. Von 8 Beschuldigten sind heute 3 vor Gericht erschienen.
Der Vorwurf, sie sollen versucht haben, eine Anwältin nach ihren eigenen Gesetzen zu verurteilen. Auch gegen Landeshauptmann Bröll haben sie einen Haftbefehl erlassen. Die Staatsverweigerer akzeptieren die österreichischen Gesetze nicht, glauben, dass Staaten Firmen sind und werden als staatsfeindlich eingeschätzt. Vor Gericht haben die Angeklagten sämtliche Vorwürfe abgestritten. Alle drei Männer haben sich nicht schuldig bekannt. Der Prozess wurde vertagt. Es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der letzten Jahre. In einer Villa in Hitzing wurden 72 Gemälde im Wert von 2,5 Millionen Euro gestohlen. Jetzt ist der größte Teil der Bilder wieder aufgetaucht, in einer Wohnung in Wien. Nach den Tätern wird noch gefahndet. Das Zigeunermädchen, Oskar Kokoschka malte es, als er gerade einmal 15 Jahre alt war. Dieses frühe Aquarell ist 45.000 Euro wert und verschwindet vor 2,5 Jahren mit 71 anderen Gemälden aus einer Villa in Wien. Ein Kunstraub im Wert von 2,5 Millionen Euro. Dank Interpol tauchen die Gemälde jetzt in einer Bunkerwohnung im 3. Bezirk in Wien wieder auf. Aktuell haben wir 67 Bilder in der Wohnung im 3. Bezirk sichergestellt. 5 Bilder sind momentan noch nicht aufgefunden. Ob sich die noch im Besitz der mutmaßlichen Täter befinden, wissen wir nicht. Offenbar wurden die Bilder zwischenzeitlich ins Ausland gebracht. Gemälde wie Kokoschkas Zigeunermädchen lassen sich aber auf dem Kunstmarkt kaum verkaufen. Noch wird nach den Kunsträubern gefahndet. Wir kommen jetzt zum Sport und da gibt es Erfreuliches zu berichten. Bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada haben Österreichs Boarder und Boarderinnen zugeschlagen. Zweimal Gold und einmal Silber. Im Parallelslalom triumphieren Daniela Ulbing und Andreas Pommecker. Benjamin Karl darf sich über Platz 2 freuen. Christian Rusecker über den rot-weiß-roten Jubeltag. Dieses Trio schreibt heute Snowboard-Geschichte. Daniela Ulbing sorgt mit ihrem Titelgewinn für eine Sensation. Die 19-jährige Kärntnerin lässt beim Weltmeisterschaftsdebüt alle Top-Favoritinnen hinter sich und kann ihr Glück kaum fassen. Ich war voll nervös, aber ja, ich habe versucht, das zu machen, was ich kann. Und das hat funktioniert. Im rein österreichischen Herrenfinale setzt sich der 36-jährige Salzburger Andreas Pommecker gegen seinen Freund, Trainingspartner und Zimmerkollegen Benjamin Karl durch. Für Pommecker ist es die erste Medaille bei einem Großereignis. Ich bin hergekommen und mein Ziel war einfach eine Medaille, egal was für Farbe. Und jetzt darf ich als Weltmeister heimfahren, das ist natürlich unglaublich. Morgen gehen die drei im Parallel-Riesentorlauf noch einmal auf Medaillenjagd. Und das war's von der ZIG20. Bei uns geht's gleich weiter mit Fußball. Champions League, Achtelfinal-Rückspiel, AS Monaco gegen Manchester City. Schönen Fußballabend wünsche ich Ihnen. So. Jetzt fangen wir die Unplugged-Nachrichten an. Grüß euch. Ja, habt ihr das gesehen? Das will ich nicht kommentieren, aber ich sage euch wieder das, was ich heute den ganzen Tag im Radio Wien gehört habe. Was ich dann in heute konkret mir angeschaut habe. Das ist eine wunderbare Sendung um 6:30 im ORF 2. Dann habe ich mir Wien heute angeschaut, auch im ORF 2. Und dann habe ich mir ZIP 1 angeschaut im ORF 2. Und dann sind mir halt ein paar Sachen wieder aufgefallen, was man da natürlich in die paar Minuten nicht reinbringt. Und deswegen gibt es die neuen Nachrichten, ohne Zensur, ohne irgendwie, dass ihr den Stress machen müsst und so weiter, dass ihr voll informiert und ich habe Zeit, ich gebe es euch weiter. Also die neue ZIP 5, was ich gestern das erste Mal draht habe, ist die Freiheits 5, ohne Zensur, ohne irgendeinen Regisseur, der sagt, es ist aus, außer meine Kamera dreht sich wieder an, dann ist das von oben irgendwo bestimmt, dass der Text zu viel gewesen war. Ich habe mir Lottozahlen aufgeschrieben vom Euro-Lotto, von unserem österreichischen Lotto und in Joker. Und das tue ich dann fotografieren und auf Facebook wieder veröffentlichen. Ja. Es sind Geometrien, was mit dem Kalender zusammenpassen. Heute ist der 15.3. Also ich halte es ein bisschen rein, vielleicht kann man dann auf Stopp drucken. Also diese Zahlen, Geometrien, was sich da heute schon wieder häufen. Und was ich auf Facebook den ganzen Tag texte und fotografieren festhalte und dann, wenn das wieder online geht, gebe ich auch wieder die Fotos mit Text dazu. Und da habe ich schon wieder was hergekriegt, das muss ich euch auch dann noch sagen, also wenn der Geist nicht vorher antrat. Das ist alles sehr interessant, was sich da anspielt derzeit. Das ist so ein Wandel von allen. Und ich habe gestern ist mir was eingefallen, was ich schon lang irgendwann einmal so einen Geistesblitz gehabt habe, das waren anscheinend auch so Portaltage, sagen da manche dazu. Ich kenne mich noch nicht aus oder gar nicht aus, ich bin einfach so
ein intuitiver Mensch, ich spüre was, dann schreibe ich was auf den Kalender, wie ein Tagebücher, und dann kann man Zahlen zusammenrechnen. Das sind Geometrien, so wie bei dem Würfelspiel, was ich gespielt habe, wo ich innerhalb von zwei Spielen zweimal sechs Assen serviert gemacht habe. Ja. Und das dann auch nachzeichnet habe mit einer Geometrie im 51. Spiel, nein, 41. Spiel, ja, sowas, 41. Spiel, was ja wieder 4 und 1 ist, wieder 5. In der 5. Meisterschaft war das. Und was war noch? Blödsinn, nicht 41. Spiel. Also 5. Meisterschaft, 1. Spiel, passt. Und 161. Spiel, sowas. So, aber heute haben wir im 15.03., wenn man das zusammenrechnet in der Zahlengeometrie, Quersumme ist 19, dann die Quersumme von 1 und 9 ist 10 und die Quersumme von 1 plus 0 ist 1. Ja, das ist der 1er Tag, egal wie man es dreht und wendet. Und dann gibt es noch einen Haufen Neiner, wie die Lebenszahlen von meinem Vater, von meinem Sohn und von der Susi Q, was ich gestern wieder ausgraben habe, von einem Flirt, von einem einzigen, letztes Jahr, beim Astrologik-Studio, wo ich mir ein Sternl-Gutachten erstellen lassen habe. Da habe ich sie das erste Mal gesehen und am Vorabend das erste Mal in einem Video. Und diese Susi Q ist ein Model, ja, eine Miss Swiss, und ist für jedes Projekt, was spannend ist, zur Verfügung. Ich habe gestern ihr Interview gepostet, ich habe meine Ideen gepostet. Ich sage es euch heute da in den Nachrichten, in der Unplugged-Nachrichtensendung. Und ich würde sagen, das sind lauter solche Zeichen, was da daherkommen und was jetzt präsent sind, wieder an so einem Tag. Da stellt sich die Pyramide auf den Kopf. Unten der 1er, dann kommen zwei 2er, dann kommen, ich glaube, 3 3er. Aber ich muss erst rechnen, wie sie das, wahrscheinlich. Ja. Also Pyramide muss einfach gleichmäßig aufgehen. Und das werden wir alles dokumentieren, wie sich das alles ergibt. Jetzt sind wir beim 1er Tag, dann kommt der 2er Tag und so weiter. Und ja, neue Spielregeln. Ich habe heute das Schachspiel für 3 Personen auch fotografiert, mit meinen Steinen des Lebens dekoriert. Da werde ich auch mit einem Text noch dazu was machen. Und da habe ich jetzt auf einem dreieckigen Tisch mein ganzes Leben zusammengefasst, was ich euch auch noch zeigen möchte. Okay? Und was ist mir heute aufgefallen bei den Nachrichten, also die Lottozahlen werde ich euch noch einmal anders zusammenrechnen, ist nämlich auch lustig, so ein Doppeljackpot, wo 3 Mille ausgespielt werden. Und das kann man auch wieder alles ausrechnen. Und beim Joker kommt der 1er wieder raus, also wenn man alles so rechnet und so weiter. Ganz lustige Zeit. Gut, und Arbeitsinspektorat habe ich heute gehört, sind nicht alle so sehr zufrieden, weil ja manchmal schikanöse Meldungen kommen, du musst es so und so breit machen, obwohl es nicht geht, man kann einen Altbau nicht einfach umbauen. Ja? Und da sind 300 so ehemalige Arbeitslose auf die Leute losgeschickt, das nennt sich dann Arbeitsinspektor. Und die haben den strikten Auftrag natürlich, denen Selbstständigen das Geld aus der Tasche zu locken. Für 3 Millionen Selbstständige ist es und das sind 70.000 Kontrollen pro Jahr. Und da werden halt dann exekutiert, du musst das machen und so weiter, auch wenn es nicht machbar ist. Und so werden Existenzen zerstört. Und der Co-Pencil ist mir heute auch wieder eingefallen, das war zwar schon gestern und heute, heute haben sie gar nichts mehr geredet davon. Ist ja Schnee von gestern, braucht man nicht mehr reden drüber. Kopenzl ist geräumt. Zwangsräumung, nachdem die Stadt bzw. die Bundesforste Eigenbedarf angemeldet haben und haben das Ganze so verbockt, dass er das vernachlässigen würde und so weiter. Und nein, es war nicht so. Also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber wunderschön hergerichtet und es ist wirklich traurig, wie da die Behörden Willkür zuschlagt und den enteignet. Ja. Und 20 Leute ausgehaut. Also ganz einfach, Habitäre brauchen wir eigentlich nicht mehr, stütze ich auch beim AMS. Ja. Also da werden Existenzen von diesem System zerstört und mit Achselzucken berichtet man am zweiten Tag schon gar nicht mehr, ist eh schon spannend.
Dann ist eine Ausbeutung sondergleichen, haben sie da präsentiert, auf ehemalige Zielpunkt-Filialparkplätze in der Steiermark, wahrscheinlich österreichweit, aber da gibt es einen ganz neuen Pächter, also der Massivverhalter hat die Parkplätze an einem findigen Pächter verpachtet. Der ist dann auf die Parkplätze gegangen und hat die Autos fotografiert, aber nicht gleich angezeigt, sondern erst, wenn er mehr oder weniger Beweise gehabt hat, dass das Mehrfachtäter sind, dann hat er ihnen ein Schreiben geschickt mit 200 Euro Forderung und wenn nicht, dann Besitzstörungsklage. Das haben dann die meisten gezahlt, dann war aber keine Ruhe, weil dann sind die Wiederholungsfälle für ihn gekommen worden und da sind halt, wenn du täglich pendelst und denkst, ein paar Leute an der Superparkplatz braucht eh keiner mehr, weil die Filiale zu hat, ist ein neuer Pächter. Also nach dem Konkurs von Zielpunkt hat man diesen Parkplatz verpächtet und dann hat man dort zugeschaut, wie der die Leute ausbeutet. Derzeit sind 30 Fälle schon beim Fernsehen da bekannt. Und ein Inkassobüro ist da drinnen schon, also da schlottern sowieso jedem die Knie, wenn es dort nicht so ist, wird es gleich mal ganz, ganz teuer. Und auch Motorräder hat er dort und Mopeds hat er aufgeschrieben und hat auf Besitzstörung geklagt, auf einem leeren Parkplatz von den ehemaligen Zielpunktfilialen. Ja. Also das ist schon eine ganz schöne Schweinerei und eine Ausbeutung und den haben sie jetzt dann aber auch schon geklagt, also da haben wieder die Anwälte irgendwas zu tun, wegen lauter solcher Schweinereien. Dann habe ich gehört, dass in Holland bei Gasgewinnungsbohrungen Erdbeben ausgelöst worden sind. Ja? Also so weit geht man jetzt vor. Die dann aber weiter bohren. Das ist ja nicht wurscht, weil die haben einen Vertrag dort, die wollen das Gas aus dem Boden. Es ist aber nachgewiesen, dass da Erdbeben ausgelöst werden. Und jetzt sind dann interessant die, oder haben sie das da auch gesagt? Das weiß ich nicht. Nein. Das ist in Holland, wo jetzt gerade Wahlen sind. Da sind ja ganz viele zur Wahl. Gut, dann lassen wir die Nachrichten. Nein, da habe ich noch Nachrichten. Audi ist auch verstrickt in den Abgasskandal. Ganz außergewöhnlich, also sehr überraschend, muss ich sagen. Ich habe geglaubt, das ist nur VW Amerika. Dabei stellt sich aus, die Riesenschweinerei ist überall so. Jetzt sind bei Audi 80.000 Autos dabei betroffen. Und ja, und das wird wieder wahrscheinlich nicht vor einem Richter oder so, das wird Augen zu und durch und der Konsument ist so dumm, muss ich ehrlich sagen, also die Menge, die Masse, dass der Konsument weiterhin VW und den ganzen Konzern kauft. Ja? Also sie lassen sich betrügen, aber warum sollen sie dann nicht weiter tun? Also sie machen ja das, was in Amerika verurteilt worden sind, hat 3 Milliarden gekostet, bam, haben sie es auf den Tisch gehabt. Bitte lasst uns in Ruhe und wir verkaufen den Dreck so weiter oder wir dann dort ein bisschen mal umschrauben, dann sind alle zufrieden. Und mit den 3 Milliarden ist alles erledigt und gleichzeitig hat man aber in Deutschland 30.000 Mitarbeiter raus, wenn man sich ja das wieder einsparen muss. Nennt sich dann Industrie 4.0, wo irgendwo nur ein Roboter die restlichen Schrauben zusammenschrauft, was der Roboter in Bratislava und Co. nicht machen darf, sonst darf er dann nicht Made in Germany draufstehen. Also den letzten Schrauben, den müssen sie nur in Deutschland zusammenschrauben, da braucht man aber die 30.000 Leute nicht und dann kommt die Strafzahlung wirklich sehr gerufen und der Konsument kauft weiter. Ja? Also das ist die Katastrophe. Ich habe immer meine Konsequenzen zum und wenn ich sowas gehört habe, nie mehr wieder. Also zum Beispiel British Petrol, BP Tankstellen, habe ich nie mehr wieder in den letzten 6 Jahren besucht. Weiß nicht, 6 Jahre. Wann war Deep Water, wo alles geschwommen ist und wo Ölbarrieren und dann haben sie wieder Chemie reingehauen, um das zu binden. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie lange das schon her ist. Aber seit dem Zeitpunkt kein BP mehr. Und in der Hoffnung, dass die anderen ein bisschen besser sind, aber jetzt fahre ich sowieso nichts mehr. Also das ist dann noch. Dann der Lukas Residaris, der hat das 26. Solo-Programm zu anlässlich seines 70ers und 62 ist wieder 8 und 8000 Autos und so weiter und so fort. So, Zahlengeometrie, wo man hinschaut, ich schaue halt gern wohin. Dann eine Regenwassernutzung hat einen Umweltpreis gekriegt. Also es tut sich ja was, da ist ein Wohnhaus so gebaut worden wie mein Haus da. Ja.
Das heißt, es wird kein Regenwasser verschleudert und weggeschickt, so wie man es ja Österarbeit macht. So schnell wie möglich alles Regenwasser weg, was ein Schwachsinn ist und dergleichen. Wir müssen das Wasser sammeln dort, wo es runterfällt. Weil wenn die Fläche versiegelt ist, dann rinnt das Wasser, was normalerweise dort versickern würde und im Grundwasser landen würde und uns immer speisen würde mit wertvollem Wasser, rinnt von dieser versiegelten Fläche weg und wird entsorgt, so schnell wie möglich in die Flüsse und die gehen über und dann haben wir Vermurrungen und die Hochwasser unten. Wenn wir aber das Regenwasser schon oben speichern würde, wenn das Wasser schmilzt, also der Schnee schmilzt, einfach aufhalten in viele, viele Biotope, dann hätten wir da Biotope, was ein bisschen schöner ausschauen wie die Teiche für den Schnee. Aber man könnte das alles kombinieren auch. Ne? Also das heißt, wenn ich Wasser brauche im Sommer, weil es dürr ist, dann hänge ich dort den Schlauch ein und kann mir die Sachen gießen rundherum tun. Und im Winter genauso, wenn es nicht genug schneit im Winter, dann hänge ich dort den Schlauch ein und tue so lang beschneien, bis das leer ist. Ja? Aber bitte nicht Trinkwasser von unten aufpumpen, was ich auch schon gehört habe. Nicht kühlen oder wärmen diese Teiche. Das ist alles ein Wahnsinn, was da gemacht wird. Technisch notwendig und dann ist wieder ein Preis notwendig von den Skikarten, das ja ein Otto-Normalverbraucher ja nicht mehr leisten kann. Also sie reden sie ja auch ab, das war gestern noch in den Nachrichten, zwischen den Skigebieten, die kosten alle 55 oder 53, das habe ich jetzt auch nicht auswendig gelernt, oder 54. Alle gleich, aber der eine hat die halben Kilometer wie der andere. Ja? Also wie geht denn das in der Preisgestaltung oder bei der Preisargumentation, wenn ich 100 Kilometer beschneien und präparieren muss, ist das ein anderer Aufwand wie bei 200 Kilometern und so weiter. Aber der Preis ist gleich, ja? Weil man die Leute gleichmäßig abzocken will. Und wehe, du bist billiger, weil dann kommen ja die Leute bei mir nicht mehr, weil ich so teuer sein will. Ja? Also eine Tageskarte über 50 Euro, das ist schon dann wirklich Luxus. Ja? Das ist in alten Geld 700 Schilling für eine Tageskarte. Da bin ich noch nicht hingefahren und noch nicht heimgefahren. Dann habe ich noch nichts gegessen. Und von der Ausrüstung brauche ich auch nichts reden. Also das ist schon Luxussport jetzt. Ja? Also wer nicht einmal aufgeht, aber bitte nicht dort runterfahren, wo es jedes Jahr die Leute verschieden. Macht dort Lawinensperren und da man dort Solarpaneele auf, da man dort Strom erzeugen, wo immer die Sonne hinscheint, sieht man eh, in solche Lawinenkegeln, da könnte man überall Solaranlagen aufbauen und gleichzeitig hätte man keine Lawinen mehr. Ja. Also es gab halt so viele Ideen und eben dann die schmelzende Wasser gleich wieder dort auffangen, das könnte man ja lieb gestalten, so einen schieren Lawinenkegel. Dort lauter Teiche graben und das schön bewalten und das wächst wieder, da rutscht dann sowieso nichts mehr an, weil bei den Teich bleibt ja immer das Hänger, was von oben rutscht. Also man kennt Solar und Teich sehr schön, da könnte man so rundum machen, Solar, und in der Mitte ist ein Teich und das rinnt dann da rein, auch die kleinen Lawinenbusch, die sind dann da drin und das wird euch wieder eine neue Idee online. Gut. Jetzt mache ich noch eine kurze Reise mit euch, da über diesen kleinen Tisch. Auf diesem dreieckigen Tisch befindet sich jetzt mein Leben zusammengefasst. Also ich glaube zumindest das Allerwichtigste aus verschiedenen Richtungen. Dreieckig ist wichtig für mich in meinem Leben schon immer gewesen, als schräger Typ, als ganzheitlicher und gleichzeitig rund. Und das ist mir da jetzt gelungen. Also der runde Globus ist sowieso rund, das ist logisch. Dann diese diese Salzquelle da ist natürlich auch rund mit dem Yin-Yang-Herz in der Mitte, was ich als Speckstein schon vor ewiger Zeit einmal gemacht habe. Und da ist mir was passiert, da habe ich ein Salzkristall eingegeben in diese Schüssel, wo das ursprünglich einmal eine ganz normale Wasserschüssel. Und dieses Salzkristall ist über die Nacht natürlich zergangen. Und dieses Salz macht jetzt das Ganze irgendwo sehr anschaulich. Also das könnt ihr auch machen, das habe ich im Kleinformat dann nochmal probiert mit österreichischem Salz und mit einem Meersalz und dann weiß, dass das Meer dreckig ist. So, was ich da hinweisen möchte auf Leben wie Buddha, dann kreativ sein wie Einstein, ja, koscher sein halt, wie es gerade passt, aber herzlich und nicht beleidigend. Dann schräg war ich schon immer da, war ich vor 20 Jahren genau in Amerika und habe mir mein Tattoo machen lassen.
vor 20 Jahren. Da war ich gerade so zwischen Arbeiter und angestellter Versicherungsvertreter. Lebensfreude ist das Um und Auf. Wasser ist das Um und Auf. Wir bestehen aus Wasser. Ein Plan ist das Um und Auf. Und Querdenken. Also das ist der Siebenstern für die neue Bewegung Österreich nach Vorbild von Beppo Grillo in Italien. Und mit einem neuen Geist und mit neuen Energien. Wie gesagt, Buddhas Geist mit der restlichen, also nötigen Schärfe, ohne Alkohol bitte, der macht nur grantig, aggressiv, blöd und ungesund. So, da habe ich auch sowas gesehen vor 20 Jahren, Pyramide, die am Kopf gestanden ist, hat mich sehr inspiriert oder inspiriert mich nach wie vor. Zurück zum Ursprung als ein Ganzer. Naja, das war meine tiefe Zeit. Ausbrennt bis zum geht nicht mehr und gequält vom System. Also die Seiten muss man auch mal kennengelernt haben, dass man davon reden kann. Ja, und von da komme ich praktisch aus meinem zweiten Berufsleben, 19 Jahre bei der Eisenbahn, 17 Jahre bei der ÖBV, von ganz unten bis fast ganz auf. Ja, und jetzt hat sich die Richtung geändert, ja, also das ist der Richtungsänderungsbeweis. ja, es geht anders, so wie es die Neos fordern. Da bin ich bei Ärzten, die beides anbieten, alternativ und die Schulmedizin, wenn sie es wieder einbüht. Dann hätten wir da mal Yin-Yang-Zeichen, was noch nicht zusammengeschwasst ist oder zusammengelötet ist. Und mit meiner Kernforderung der Hanflegalisierung für ein Land des Lächelns. Ganzheitlich Österreich. Frei. Ja, und da hinten noch ein Dankschreiben von meinem ehemaligen Generaldirektor, der in Pension gegangen ist und ab dem Zeitpunkt hat dann die Mafia reagiert. Und da war dann alles anders. Ja, Moringa-Zucht, das war dann noch weltweit ein Ernährungsproblem und ein Wasserreinigungsproblem Entsorger. Das heißt, wir könnten Wasser reinigen mit den Samen von Moringa. Ja, und dann geht's weiter mit Rapidgeist ohne Ende. Ja, mein Globus, den ich vor 20 Jahren gemacht habe ungefähr. Und dann meine Karten. Notfallkarte. Mit einer Blutgruppe, die glaube ich nicht allzu viel Leute haben. Das hat nur mein Vater und ich. Und natürlich andere auch, aber als Rhesusfaktor ist ein anderer beim Spenden wie beim Empfangen. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Wurscht. Unbefristet bin ich in Pension, das möchte ich auch bleiben. Ich möchte kein Geld, das würde ich spenden, falls mir irgendwer was aufdrängen würde. Aber da haben wir ja schon eine Lösung gefunden mit der Susi Q. Ich brauche kein Geld. Hofer bin ich ein großer Fan von A bis Z und mit zurück zum Ursprung, dass heimische Arbeitsplätze forciert werden. Genauso bei der Eisenbahn und bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln forcieren, dass die Leute nicht mit dem Auto fahren müssen. Ja. Und das ist noch eine Kreation, da hat mich der 100 Wasser sehr animiert, ohne dass er dabei war. Das war meine Vollendung von meinem Wintergarten, bevor ich dann da zum Häuselbauen angefangen habe. Sehr schräg, schon immer gewesen und es macht Spaß, kreativ zu sein oder sein zu dürfen. Man muss ja auch die Zeit haben dafür. So, und das alles auf einem kleinen Tisch. Halt, auch auf einem schrägen Tisch, aber eh klar. Bei mir ist alles schräg. Ja. Sehr schräg. Und rund zugleich. Ja, das andere.